Wie geht es euch, meine Freunde? Vielen Dank. Ich habe alle eure Kommentare gelesen. Eure Kommentare haben uns ermutigt, wiederzukommen. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung. Wir werden mit euch eine neue Saison beginnen. Zum Anlass des neuen Monats. Und das ist der Monat Februar. Heute ist der erste Tag. Von diesem Monat? Es wird kein Schlagen geben. Wir werden normal sein. Und sehr fantasievoll. Alles, aber ohne jegliche Schläge. Schlagen ist nicht der richtige Weg für jede Art von Unterricht. Einfach nur schwarze Komödie. Viele von euch mögen es, Deutsch zu lernen. Aber auf eine einfache und lustige Weise. Nochmals vielen Dank an euch alle. Eure Ermutigung hat uns motiviert, von Neuem zu beginnen. Ist das nicht so? Papa? Hallo, meine Freunde. Wir lesen alle eure Kommentare. Danke an alle, die auf das vorherige Video kommentiert haben. Das war das Ende für all diese Videos. Aber dank eurer Kommentare sind wir zurück, Mia und ich. Vielen Dank euch allen. Wir sind hier wegen euch. Deshalb liebe ich euch sehr. Und wer mich nicht mag, soll bitte keinen Kommentar abgeben. Denn mein Problem ist, dass ich alle Kommentare lese. Und wenn ich einen negativen Kommentar sehe, beeinflusst mich das sehr. Jetzt ist alles in Ordnung. Wir werden weitermachen und stark bleiben. Wie Mia sagte. Wir lieben euch und dank euch setzen wir fort. Lass uns mit der heutigen Episode beginnen. Ich werde Mia zur Schule bringen. Deshalb habe ich mich vorbereitet. Mia, bist du bereit? Ja, Papa. Ich bin bereit. Möchtest du auf die Toilette gehen? Nein, Papa. Komm runter von der Toilette, Mia. Du machst die Toilette so schmutzig. Papa, wie werde ich die Toilette schmutzig machen? Die Toilette ist schmutzig wie dein Kopf. Benehme dich, Mia. Ich bin dein Papa, sprich nicht so vor anderen. Komm, lass uns gehen. Mia, bist du glücklich in der Schule? Was meinst du damit, dass ich in der Schule glücklich bin? Ich meine, du bist glücklich, weil Lena euch unterrichtet. Sie ist eine schöne Lehrerin und ihre Unterrichtsstunden sind angenehm. Natürlich, Papa. Lehrerin Lena gibt schöne Unterrichtsstunden. Ich denke darüber nach, Privatstunden bei ihr zu nehmen. Ich möchte meine Sprachkenntnisse ein wenig verbessern. Wirklich, Papa. Du bist zu alt, um Schüler zu sein, Papa. Meine Tochter, das Leben ist kurz. Und ich liebe es zu lernen. Wirst du es auch Mama sagen? Nein, Mia, ich werde es deiner Mutter nicht sagen. Deine Mutter wird die Situation falsch verstehen.
Woher wirst du das Geld für sie bezahlen? Geld ist kein Problem, Mia. Ich werde das Auto verkaufen. Mama wird alles wissen. Ich werde es ihr sagen. Mia, es ist nur eine Lektion. Nicht mehr als das. Papa, Mama wird es wissen. Mia, vergiss, was ich dir gesagt habe. Ich werde keine Unterrichtsstunden nehmen. Gut, Papa. Heute haben wir eine neue Lektion. Die heutige Lektion ist sehr wichtig. Also, achtet gut auf den Unterricht. Die wichtige Lektion heute ist, dass ich meinen Blick von Lisa nicht abwenden kann. Seid ihr bereit, Jungs? Lehrerin, ich habe Nackenschmerzen. Tut dich noch etwas anderes weh? Benehme dich, Dennis. Erzähl uns, Mia, warum tut dir dein Nacken weh? Erklär schnell. Wir haben eine Lektion, die wichtiger ist als dein Nacken. Schweig, du Niederträchtiger. Dennis, werde ich dir jetzt Manieren beibringen? Sprich nicht so mit Dennis. Seid ihr fertig? Lehrerin, Dennis braucht ein wenig Erziehung. Dennis, komm hierher. Oh du Genie, geh raus. Was möchten Sie, Lehrerin? Dennis, du redest zu viel. Weil sein Kopf sehr groß ist. Schweig, Mia. Dein Kopf ist größer als mein Hintern. Dennis, was sagst du? Wo hast du diese schmutzige Sprache gelernt? Sprich nicht in diesem Ton im Klassenzimmer. Erinnerst du dich an die Lektion von gestern? Ich erinnere mich daran, dass Lisa und ich geheiratet haben. Dennis, das war nur ein Beispiel, nicht mehr. Die Lektion gestern handelte vom Addieren. Lisa plus Dennis gleich Lisa und Dennis sind verheiratet. Hast du nichts anderes gelernt außer heiraten? Verlasse das Klassenzimmer und bringe deinen Vater das nächste Mal mit. Wie du willst, Lehrerin. Ich werde dich draußen treffen, Lisa. Und jetzt lasst uns mit der Lektion beginnen. Freunde, verdiene ich es, auf diese Weise rausgeworfen zu werden? Ist das nicht ungerecht? Ich möchte Gerechtigkeit. Schreibt in den Kommentaren. Wir wollen Gerechtigkeit für Dennis. Und jetzt, auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um den Kanal zu unterstützen.